Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe eingelegt und nachgeholt Super Mario Odyssey. Ich bin Thiago und jetzt wird wahrscheinlich die fette Party steigen. Yeah! Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich bin Klempner. Wie, jetzt wo sie tatsächlich immer abrufen hier, macht ihr nix? Krass. Ah doch, jetzt ruft er sich ein. Aber die schummeln ja schon ein bisschen, ne? Weil das eine Trompete und man hört zwischendurch deutlich mehr Bläser. Jetzt zum Beispiel. Ah, das ist nicht cool, Leute. Das hätte man besser lösen können. So, Stromkraftwerk. Immer dem leuchtenden Zeichen nach. Okay. Hut ab. So. Okay. War jetzt nicht so pralle. Moment. Muss ich hier nichts tun? Das ist doch wohl nicht der Ausgang, oder? Nee. Oh. Ups. Ah. Ah, okay, es dreht sich jetzt durchgehend. Sehr gut. Die anderen Münzen schenke ich mir jetzt mal. Ach, die nehmen wir mal mit. Oh, fuck. Nein! Oh. Oh Gott im Himmel. Was ist das? Ach so, das war von der... Na, komm schon. Ich weiß nicht, was ich getan habe, es war effektiv. Oh, okay, da darf ich nicht reintreten. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh. Ich glaube, ich werde den Beruf des Elektrikers jetzt mit völlig neuen Augen sehen. Ha, ich mag auch, wenn ich diese schnellen Sprünge habe, ne? Fällt mir einfach immer wieder auf, wie unfassbar gut der Druckpunkt der Switch-Controller ist. Das macht einfach Spaß. Okay. Jawohl. Wie ist sie denn jetzt hier hingekommen? Ah, wie die Farbe weggeht, ist schon irgendwie eine coole Hommage an Sunshine. Oh, cool. Ich wollte da gerade eine Stampfattacke ausprobieren, aber so geht's natürlich auch.
Boom! Monde! Monde, überall Monde! Moment, ist das so gut, wenn sie die Monde anzapft? Ein Klempner mit vielen Talenten, ja. Wenn sie doch sogar weiß, dass er Klempner ist, ne? Ja, dann. Ladies and Gentlemen, welcome to the New Dawn City Festival, a celebration of the history of our city. And now, to get things started, her honor, Mayor Pauline. Nein, wie geil. Okay. Mein Fernseher will nicht mehr. Was witzig ist, weil ich sehe gerade, dass ihr irgendwie, dass die Aufnahme noch ganz normal weiterläuft. Ah, so ein schöner Magic Moment, ne? Und irgendwas macht es hier kaputt. Es ist doch nicht zu fassen. Warum? So, jetzt höre und sehe ich wieder was. Ah, das ist jetzt echt schade. Vor allem, ich dachte, das ist so ein cooler Moment, auch mit den Fässern und dem, diesen Öl, also diesen Ölfässern und den rollenden Fässern. Und der Musik, das ist einfach ein unfassbar geiler Moment in Mario Odyssey. Also ich war gerade auch ehrlich gesagt echt ein bisschen geflasht und dachte dann, ich halte jetzt die Klappe. Und passiert mir so eine Panne, ey, ist unfassbar. Murphy's Law, Leute. Leider echt schade, dass der Rest des Spiels nicht ganz diese geniale Qualität von dieser Passage hat. Also jetzt gar nicht mal gameplay-technisch, sondern einfach von der Kreativität her und optisch ist es einfach sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil.
richtig schöner Magic Moment. So. Jetzt fehlt mir leider noch ein Mond. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Hm, na gut. Oh. Danke, Mann. Oh, ist das bitter, dass ich den übersehen habe. Na gut, aber jetzt haben wir ja genug. Schwupp. Schwupp. Und ab geht die Post. Bam! Ach, ich kann jetzt sogar die Kamera drehen. Polarland oder Küstenland? Hm, ich glaube, Küstenland spricht mich ein bisschen mehr an. Here we go! Ich würde ganz gerne mal den schauen, ob das oben schon ein ganzer Ballon ist. Und wie viel noch fehlt. Ah, jetzt sieht man's. Oh, ist ja mehr so Halbzeit gerade? Krass. Gut, das kennen wir alles. 4 gigantische Fontänen. Ich bin gespannt. Oh, das sieht cool aus. Blubberstrand. Okay. Das ist auch so eine Angewohnheit, ne? Seitdem ich das in irgendeinem Spiel rauf und runter hatte, dass die Secrets alle unmittelbar hinter dem Ort sind. Ne? Also, so ähnlich wie hier, ne? Man ist natürlich direkt verleitet, erstmal geradeaus zu rennen und sich das anzuschauen. Aber oftmals werden Schätze dann unmittelbar hinter einem deponiert, die man dann halt so komplett übersieht. Deswegen habe ich mir das irgendwie so ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, mich erst einmal umzudrehen. Was haben wir hier? Was ist das dahinter? Das sieht doch auch so aus, als ob es hier irgendwas... Ah! Aber wie komme ich hier? Also er scheint es ja scheinbar nicht zu mögen, hier vor die Wand zu hechten. Ah! Komm schon! Das geht auch nicht. Ah, das muss doch irgendwie gehen. Ach, komm schon. So, da wir jetzt eh kurz vor Schluss für heute sind, lasse ich mal hier nicht locker. Schau nach, ob ich das nicht doch hinkriege. Ach, ich hatte es doch fast. Oh, fast. Fast. Jawohl. Na toll, und jetzt? Da muss es doch irgendwie einen Trick geben, oder? Irgendwas mache ich hier doch... Ach klar, da oben lang. Oh, ich Idiot.
Aber nicht runterfallen. Oh, und ich sag noch nicht runterfallen! Oh, Leute. Gibt's hier ernsthaft nichts? Oh, das ist ja fies. Ja, toll. Okay, da scheint es irgendeinen anderen Trick zu geben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Man sieht sich im Forum. Haut rein, Leute. Tschüss.